Soll ich mir eigentlich meine Haare im Nacken abrasieren, wenn ich lange Haare habe? Oder besser nicht? Viele von euch sind gerade dabei, sich die Haare lang wachsen zu lassen und haben mir die Frage gestellt, Daniel, soll ich mir meinen Nacken ausrasieren oder nicht? Ganz klare Antwort von mir, ja, definitiv, denn das Ganze sieht wesentlich gepflegter und wesentlich ordentlicher aus, wenn du deinen Nacken ausrasierst. Und außerdem rasierst du deinen Nacken ja auch aus, wenn du eine Kurzhaarfrisur hast. Von daher würde ich es auch machen, wenn du eine Langhaarfrisur hast. So, meine Nackenhaare sehen so aktuell aus, heißt, die sind noch relativ ungepflegt. Man sieht, überall fliegen so kleine Babyhärchen rum und man sollte den Nacken jetzt endlich mal wieder ein bisschen ausrasieren. Also das ist meine aktuelle Situation, bevor ich meine Nackenhaare ausrasiert habe. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? In dem heutigen Video zeige ich dir, wie ich persönlich mir meine Nackenhaare selbst ausrasiere. Also das kann man auch selber machen. Falls du eine zweite Person zur Hand hast, Freundin, Mama, Papa oder wer auch immer, dann würde ich dir immer empfehlen, das machen zu lassen, wenn das eben geht. Falls du das nicht hast, siehst du heute in dem Video, wie ich es persönlich ganz alleine mache. Im ersten Schritt solltest du einfach erstmal deine Nackenhaare definieren. Heißt, welche Haare sind denn eigentlich deine Nackenhärchen? Also welche Haare möchtest du wegrasieren und welche Haare gehören einfach zu deinem Man-Bun dazu, beziehungsweise zu deinen langen Haaren. Welche möchtest du nicht wegrasieren? Ich habe mir an dieser Stelle einfach schon mal Man-Bun gebunden, damit ich das einfach mal klar abgrenzen kann und damit ich weiß, welche Haare ich am Ende des Tages wirklich abrasiert haben möchte. Und als kleine Orientierung für euch schon mal, alles, was unterhalb der natürlichen Haarlinie liegt, das gehört für mich zu den Nackenhaaren und das möchte ich an dieser Stelle weghaben. Im zweiten Schritt nehme ich ein bisschen Defining Cream, verteile die Defining Cream in meinen Händen und dann style ich die Haare so ein bisschen nach oben hin, also die Haare, die ich auf jeden Fall im Man-Bun drin haben möchte und die ich halt nicht wegrasieren möchte. Aus dem Grund, weil die Haare halt hinten so ein bisschen trocken sind und so ein bisschen fusselig sind und mit der Defining Cream sind die einfach so ein bisschen definierter und somit laufe ich halt nicht Gefahr, dass ich mir Haare wegrasiere, die ich vielleicht gar nicht wegrasieren möchte. Die Defining Cream funktioniert übrigens super wie Leute für mich, die zum Beispiel sehr krauses Haar haben, aber trotzdem lange Haare haben wollen oder auch für Leute, die zum Beispiel generell dazu neigen, trockene Haare zu haben oder halt Locken oder krause Locken haben. Für die funktioniert die Defining Cream wirklich super gut, weil es A, Styling-Produkt ist, ein leichtes Styling-Produkt ist, welches aber gleichzeitig auch die Haare pflegt und Feuchtigkeit spendet. Falls du dich für die Defining Cream interessierst, schau einfach mal unten in die Infobox rein. Im dritten Schritt nehme ich mir Bobby Pins dazu. Bobby Pins sind so kleine Spänkchen und die sind dazu da, um die Haare einfach wegzupinnen bzw. wegzustecken. Ich mache das aus dem Grund, damit ich nicht Gefahr laufe, dass zum Beispiel während des Rasiervorgangs irgendwie ein Haar rausfällt und ich das aus Versehen wegrasiere. Von daher pinne ich die Haare dann einfach nochmal schön weg, damit ich da auf der sicheren Seite bin. Kommen wir jetzt zum vierten Schritt und wohl wichtigsten Schritt und zwar zum Abrasieren an sich. Ich mache das hier an dieser Stelle nach Gefühl und ich mache das wie folgt. Ich fühle einfach dort, wo mein Haaransatz ist und dann nehme ich meinen Barttrimmer und dann alles, was unter meiner natürlichen Haarlinie liegt, all das rasiere ich Step by Step runter. Und ich kann euch nur empfehlen, tastet euch da wirklich langsam ran. Ich mache erst die eine Seite, rasiere alles unter der Haarlinie weg, dann gehe ich in die Mitte, rasiere dort ebenfalls alles, was unter der Haarlinie liegt, weg und dann gehe ich auf die andere Seite über und mache das dort auch. Auf jeden Fall hier sehr vorsichtig agieren, weil wenn ihr nämlich zu viel wegnehmt, dann habt ihr nachher ein Problem und dann habt ihr nachher Haare wegrasiert, die eigentlich noch in den Man-Bun gehören. Das Ganze mag an dieser Stelle vielleicht ein bisschen merkwürdig aussehen, weil ich das Ganze hier für die Kamera mache und nach Gefühl abrasiere. Das ist aber auch nicht ganz so einfach, wenn man das nach Gefühl macht. Deshalb würde ich euch da draußen empfehlen, sofern ihr Spiegel zur Verfügung habt, nutzt Spiegel. Das mache ich meistens nämlich auch. Ich habe so einen Spiegelschrank zu Hause, den kann ich von allen Seiten her aufklappen. Somit habe ich drei Spiegel zur Verfügung und kann dann genau sehen, welche Nackenhaare ich abrasiere möchte. Also wenn du das alleine machst, kann ich dir auch nur raten, hol dir einen Spiegelschrank dazu oder einen Spiegel oder zwei, damit du auf jeden Fall siehst, wo und was du wegrasierst. Und wenn wir uns jetzt einfach mal den Vorher-Nachher-Vergleich anschauen, da sehen wir, dass das Ganze ausrasiert wesentlich gepflegter und wesentlich ordentlicher aussieht, als wenn man die Nackenhaare nicht ausrasiert. Ob du deine Nackenhaare ausrasieren möchtest oder nicht, das bleibt natürlich dir selbst überlassen. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ihr das Ganze macht, dann seid auf jeden Fall vorsichtig. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, eine zweite Person zur Hand zu nehmen, dann macht das definitiv. Das ist nämlich am allereinfachsten. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß beim Nacken ausrasieren. Seid wie gesagt vorsichtig. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.